Jeden ersten Samstag im Monat von Mai bis Oktober findet beim Pavillon in Bayerbach der Jakobimarkt statt. Für den Besucher bietet sich eine breit gefächerte Produktpalette. Betriebe, Vereine und Einzelpersonen haben beim Jakobimarkt die Gelegenheit, ihre Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Ja, der Jakobimarkt findet jetzt schon das 6. Jahr in Bayerbach statt. Er ist immer 6-mal im Jahr, vom ersten Samstag in Mai bis zum ersten Samstag im Oktober. Und ist immer den ganzen Tag hier im Bayerbacher Park. Mit vielen Ausstellern und, so wie es bis jetzt auch immer war, mit vielen Besuchern. Und der Bayerbacher Jakobimarkt hat immer ein eigenes Thema. Heute haben wir das Thema Frühling gehabt, obwohl das Wetter nicht so schön war. Aber wir haben eine schöne Musik gehabt, die zum Frühling passt. Und nächstes Monat, am ersten Samstag im Juni, ist das Rote Kreuz hier. Und da präsentieren wir das Rote Kreuz, die Hilfsorganisation. Das Bläserensemble Bayerbach unterhielt die Marktbesucher trotz Kälte und Regen mit zünftiger Blasmusik. Ja, die Bayerbacher Blasmusik, die hat es früher schon mal gegeben. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an Bayerbacher Bläser-Ensemble. Irgendwann, glaube ich, in den 50er Jahren. Dann war länger Pause. Und jetzt seit 6 Jahren haben sie sich wieder zusammengeschlossen. Und jetzt gibt es hier auch eine für Bayerbach endlich eine Blaskapelle. Volksmusik pumpt auch am Jakobimarkt. Auch bei den Jungen, wie der 10-jährige Nico Masun, er spielte auf seiner steirischen, was das Zeug hielt. Ja, also es war eine gute Stimmung und ja, es hat auch Spaß gemacht. Ich habe gelernt Schlagzeug, bei der Blaskapelle auch in der Brein und dann haben wir selber gelernt Gitarre und seitdem jetzt der spiele ich mit der Gitarre, bin ich unterwegs mit dem in Duo. Oder wir haben auch eine Band und da spielen wir auch mit dem in der Band. Die Produktvielfalt am Jakobimarkt kann sich sehen lassen. Vieles, was die Region zu bieten hat an Produkten, werden den Besuchern angeboten. Also besonders gefällt mir der angenehme, schöne Platz da. Noch schöner wäre es natürlich, wenn das Wetter mitspielen würde. Aber sonst ist es eine runde Sache. Sehr gut organisiert von der Gemeinde. Besonders gefällt mir am Jakobimarkt die Vielfalt und ja, das Standeln und das Angebot. Der Stand, den ich am liebsten gehabt habe, ist leider nicht da. Da gab es Salze und so aus dem Waldviertel, glaube ich, war das. Ja. Und die Kartoffeln, ja, also so frisches Gemüse, ja, die Bauernmarkt ähnliche Atmosphäre, ja. Wir verkaufen hier unsere bunten Kartoffelsorten. Wir haben blaue, wir haben rote Kartoffeln und auch gelbe. Und die Atmosphäre hier ist sehr gut und es gibt immer wieder Kunden, die auf unsere Produkte mehrmals zurückgreifen. Ja, heute ist es ein bisschen nicht so toll, weil es geregnet hat, etwas kühl ist, aber das hält die Leute nicht davon ab, den Jakobimarkt zu besuchen. September dann ist das große Weltkulturerbefest, das ist gemeinsam mit dem Jakobimarkt am Bahnhof in Bayerbach. Das ist der erste Samstag im September. Und am ersten Samstag im Oktober ist er wieder hier auch. Und da ist immer eine große Verlosung von Körben und von Taschen mit guten Produkten vom Jakobimarkt. Die nächsten Termine sind 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober.